Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Experteninterview hier bei BXWIST TV. Ich freue mich sehr, meinen Gast heute begrüßen zu dürfen, Robert Halver von der Baderbank. Grüß dich, Robert. Grüß dich, David. Hallo, schön bei dir zu sein. Ja, die Aktienmärkte sind dieses Jahr ja erfreulich ins Jahr gestartet, wenngleich die Dynamik jetzt in den letzten Tagen oder Wochen auch ein bisschen nachgelassen hat. Woran liegt das genau? Ja, wir haben ein bisschen Zinsangst bekommen. Die Zinsangst ist eigentlich der Generalangriff grundsätzlich auf die Aktienmärkte. Wir wissen ja, 2009 ist ja diese Liquiditätshaushalt, das billiges Geld, der Treiber für die Aktienmärkte gewesen. Also schlechthin das Megathema. Und wenn jetzt ein bisschen die Inflation kommt und damit die Sorge, dass dann die Zinsen angehoben werden müssen, das haben wir ja auch schon in Amerika teilweise gesehen, dann könnte es ja sein, dass diese schönen Liquiditätsträume irgendwann platzen könnten. Aber ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Erstens wird die Inflation nur vorübergehend massiv ansteigen, ja, und die Notenbanken schauen ja über diesen Berg hinweg, ja, und zweitens, das weiß ja auch jeder, die Verschuldung weltweit ist so dramatisch, wir können uns keine massiven Rendite- und Zinssteigerungen mehr leisten, sonst macht es Puff, Bang, Paff und dann war es das mit unserer Finanzwelt. Ja, was wir auch gesehen haben, die letzten Tage, der Markt insgesamt wird auch ein bisschen nervöser. In einzelnen Tagen haben die Tech-Werte zum Teil extrem nachgegeben. Ist das nur ein Phänomen der letzten Tage oder muss man da in der Zukunft öfters jetzt damit rechnen? Ja, dieses Liquiditätshaushalt hat ja nirgendwo so im positiven Sinne gewütet wie bei den Hightech-Werten. Das ist ja eigentlich die Branche in der Breite, die besonders hoch bewertet ist. Und Zinsangst trifft natürlich immer die Branchen, die ja hoch bewertet sind, weil je mehr Zinsangst, je mehr Renditesteigerung, was auch kommen sollte, ist mal hypothetisch gesprochen, desto mehr wurde auch reingeschnitten. Man muss aber dennoch sehr klar erkennen, die Hightech-Werte von heute haben ja mit der Dotcom-Blase von 2000 nicht mehr viel gemeinsam. Diese Werte liefern ja definitiv ab. Sie bringen tolle Gewinne und Digitalisierung ist ja auch kein One-Hit-Wonder. Da sind wir erst am Beginn einer sehr leidenschaftlichen Entwicklung. Das geht also noch viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte weiter. Natürlich, aber dennoch, klar, wird man natürlich immer doch mal Gewinne mitgenommen, wenn die Märkte volatiler, schwankungsanfälliger sind. Das erwarten wir auch in diesem Jahr, wo am höchsten Gewinne drauf sind. Daran müssen wir uns eben gewöhnen. Ich glaube, als Ratschlag kann man auch sagen, man muss ja nicht immer, wenn man auf Hightech setzt, auf die ganz dicken Eier setzen. Es gibt ja auch die zweite und dritte Reihe, die noch nicht so hoch bewertet sind. Also ich sage mal, diese Facebooks, die Twitters von morgen, die Amazons von morgen, darauf sollte man viel stärker eben auch setzen. Da ist auch höheres Potenzial da. Aber die Branche insgesamt ist vom Geschäftsmodell sehr solide aufgestellt. Das sehen wir immer wieder. Ja, dieser Klassiker, dieses Klischee Homeoffice, daran sieht man ja, dass wir noch nicht am Ende sind. Ja, so wie du sagst, wenn die Volatilität zunimmt, wird es wahrscheinlich noch wichtiger, die einzelnen Branchen und auch innerhalb der Branchen zu selektieren. Aber wenn man zusammenfassend noch sagen will, du hast es auch schon angesprochen, Inflationsängste, Zinsängste. Insgesamt kann man doch aber festhalten, dass am Aktienmarkt oder an den Aktien kein Weg vorbeiführt derzeit, oder? Nach wie vor, weil eben die Inflation, die kommen wird, sicherlich von den Notenbanken nicht wie früher bei der Deutschen Bundesbank oder meinetwegen auch bei einer schweizerischen Nationalbank bekämpft wird. Früher hat man Inflation ja schon im Anflug bekämpft, vorbeugend, präventiv. Das macht man ja heute nicht mehr. Wir haben es eben besprochen, weil die Weltverschuldung viel zu groß, das geht gar nicht mehr. Und weil man natürlich auch sagt, wie kann man eigentlich Inflation heute für sich nutzen? Man kann sie so nutzen, indem man sagt, wir lassen als Notenbank einfach zu, dass die Inflation höher ist als die Renditen, dann wird Staatsverschuldung wie von Geisterhand aufgefressen, ohne was zu machen. Der alte Trick der Amerikaner nach beiden Weltkriegen, nach dem Vietnamkrieg, dass man immer die großen Verschuldungen weginflationiert hat. Da ist mittlerweile auch Europa angekommen und dann ist Inflation, wenn man sie zulässt, natürlich positiv für Sachkapital, weil auch Aktien sind ja Sachkapital und Inflation, die steigt, die hebt natürlich auch den Aktienmarkt, sodass wir keine Angst vor einer sehr restriktiven Geldpolitik haben sollen. Ich kann gerne nochmal den US-Notenbankpräsident Herrn Powell zitieren, der ja unlängst gesagt hat, die nächsten 3 Jahre sieht er nun nicht wirklich ein Szenario von galoppierender Inflation. Und alleine das so auszudrücken, man weiß ja, dass die Notenbanker mal jedes Wort auf die Goldwaage legen, zeigt, man muss keine Angst haben, dass hier geldpolitisch etwas anbrennt, dass die Liquiditätshorste quasi platzt. Es bleibt weiterhin spannend. Vielen Dank für deine Einblicke. Das war Robert Halver von der Baderbank. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder das nächste Mal bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview hier bei BXWIST TV. Herzlichen Dank.